Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren, wenn ich Sie ebenso erschreckt habe, aber das gehört zu meinem Beruf. Ich bin Privatdetektiv, mein Name ist Bobby Dodd und ich arbeite für die Agentur Interconti. Zurzeit handelt es sich um die Aufklärung eines sensationellen Falles. Gesucht wird Peter Voss, der Millionendieb. Er ist übrigens ein ganz geriebener Bursche und mit was für Mitteln er arbeitet, haben Sie ja eben gesehen. Und jeden Tag sieht er anders aus. Hier, gucken Sie sich das bitte mal an. Das ist er, Peter Voss, der Millionendieb. Na, mit einer Maske kann er mich nicht täuschen. Aber als Indianerhäuptling ist er schon schwerer zu erkennen. Na, dieser Mestize ist doch völlig unverdächtig. Sie werden lachen, auch das ist Owe. Apropos Owe, jetzt ist er hin. Meinen Sie, für ihn sind das kleine Fische. Und jetzt geht's erst richtig los. Halt stehen bleiben! Oh. Das war aber nicht besonders nett von Ihnen. Ja, entschuldigen Sie bitte vielmals, aber das sind doch alles die Sachen von Peter Voss. Ja, die hat er mir gegeben. So was. Sehen Sie, solche Tricks macht Peter Voss am laufenden Band mit mir. Aber was tut man nicht alles für die Kurt-Ulrich-Produktion und den UFA-Filmverleih? Um die ganze Welt habe ich diesen Mann gejagt. Die erste Station war Lissabon. Frech und ohne Hemmungen fährt der Bursche mit Ingrid André durch die Stadt. Obwohl die gesamte Polizei hinter ihm her ist, entwischt er nach Rio de Janeiro. Es sind noch ganz andere Leute reingefallen. Peter Mosbacher, Peter Karsten und Henri Cougan waren nämlich auch hinter den Millionen her. Mit dem Flugzeug bin ich ihm nach Mexiko gefolgt. Was tut der Bursche? Er gibt sich als Stierkämpfer aus und wird feierlich empfangen. Mit einer Polizeieskorte lässt er sich durch die Stadt fahren. Er bringt eine ganze Arena durcheinander. In Tokio hätte ich ihn beinahe erwischt. Da saß er völlig ahnungslos in einem Teehaus. Und jetzt kommt mein toller Trick. Ich als Geisha. Rein in das Teehaus. Und Peter Voss ist weg. Marlene, die hätte ihn beinahe geschafft. Mit solchen Reizen kann natürlich keiner konkurrieren. Ich musste schon zu anderen Mitteln greifen. Im Hafen von Hongkong, als ich dachte, jetzt ist die Jagd zu Ende, da springt doch der Bursche ins Wasser, ich hinterher. Und was hatte ich davon? Nicht Fischer? Nein, ein Fisch. So, das wär's. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht verraten. Aber seien Sie versichert, ich werde auch diesen Fall lösen. Denn ein guter Detektiv hört alles, weiß alles und sieht alles. Das zum Beispiel ist Ingrid André, aber die kennen Sie ja schon. Ingrid, ich freue mich. Ich weiß nicht, ob er sich freuen wird. Walter, ich bringe dir nämlich einen Brief von Peter Voss. Dankeschön. Schön. Was schreibt er denn? Oh, das ist aber ein Ding. Wissen Sie, was er schreibt? Er kommt demnächst in dieses Theater.